Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Und sollten wir nicht nochmal zurückkommen, will ich wenigstens dieses Bankfach noch aufmachen. So, den umlaufen wir. Was ist denn das da oben? Ist das ein Haus? Das ist ein Haus, oder? Alter, der ist halt meterweit weg, ne? Der ist meterweit weg. Und es hört sich an, als ob der direkt neben mir steht. Wollen wir das mal mit der Falle ausprobieren? Ja, das machen wir, ne? Lassen wir uns hier noch schnell rein. Trinkt man noch was? Und dann essen wir das noch. Und dann geht's wieder. Tatsache, das ist eine Hütte. Man sogar öffnen kann. Okay. Jetzt stellen wir fix die Falle auf. Ach nee, die kann ich doch sicherlich auch über dieses Rad anwählen, oder? Oh Gott. Und wie locke ich die jetzt an? Muss ich die da reinscheuchen oder was? Oder laufen die da einfach selber rein? Na, wir lassen es mal stehen. Ja, wir lassen es mal stehen. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Also ich finde es halt insane, dass wir überhaupt nicht mehr frieren. Gerade. Hat echt einen guten Status erreicht, das Gefühl. This will keep the lamp burning. Oh, sehr schön. Das machen wir jetzt gleich mal. Muss ich ja übers Inventar anwählen. Ah, die ist halt auch schon beinahe hin, ne? Benötigt Metallschrott. Okay. Okay, hier geht's halt nur hinten raus. Aber jetzt ist zumindest schon mal klar, wofür wir das Metallregal brauchen. Notiz zum Höhlenversteck. Ich traue niemandem mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort für über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Aha. Well, well. What do we have here? Ah, da ist das Vorratsversteck. Okay. Kapuzenpulli. Baumwollpullover mit Kapuze ist momentan der letzte Schrei bei Spieleentwicklern. Der süß. Der wirklich süß. Guck mal, mehr zwei mehr Rüstung. I wonder if I can drop any of this gear. Aber es ist wesentlich schlechter. Wesentlich schlechter.
Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder noch irgendwas anderes loswerden. Guck mal. Was? Mal kurz diese Pilze zerpflücken. Das jetzt was gebracht? Schlimmer geworden. Es ist ja noch schlimmer geworden. Eignet sich höchstens noch als Zunder. Wie viel Zunder haben wir denn? Guck mal, brauchen wir auch nicht hier ablegen. Ablegen. Davon haben wir jetzt auch schon mehr als. Da haben wir schon drei. Das würde ich wirklich erst in letzter Instanz ablegen wollen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist so wirf, ne? Also dieses Toilettenwasser. Das ist so wirf. Okay, was ist das hier? Geschmacklose Kondensmilch. Da hauen wir uns die Cracker noch rein. Das hat ja überhaupt nicht. Gut, die Cracker wiegen halt auch nichts, ne? Okay. Was können wir hier von. Ach. Die Schuhe. Oh, die sind halt 1 Kilo, ne? Ah, die sind halt noch so gut. Die will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht weghauen. Das hat auch nicht so viel gebracht. Damit macht man Dosen auf. Ich habe doch die Dosen vorher auch schon aufgemacht. Da hatte ich das Ding noch gar nicht. Das Nähzeug ist auch übel wichtig. Brauchen halt noch. Also 26 Gramm. Kommt halt mit 26 Gramm nicht klar. Okay. Also, I mean, wie viel Zunder haben wir? Und wenn wir das einfach umwandeln. Hilft das? Mit Zunder hier? So. Nee, hat jetzt nicht wirklich geholfen. Hat jetzt nicht wirklich geholfen. Aber wir können dann auf jeden Fall, guck mal, das, ich meine, wenn wir sowieso die Zeitung brauchen. So. Also bevor wir uns jetzt den Supplies in der Quest markierten Stelle widmen, gehen wir in die Bank. Und von der Bank aus ins Haus. Und vom Haus aus, also quasi, wenn wir dann am nächsten Tag, also wenn wir am nächsten Tag dann wieder loslegen, gehen wir zu der Supply-Stelle. Das ist jetzt der Plan. Und von der Supply-Stelle aus, ich rechne mal nicht, dass wir so viel Zeit in der Supply-Stelle brauchen, gehen wir dann zur Kletterstelle. Und dann dürften wir, glaube ich, auch das erste Kapitel dann abgeschlossen haben. Kann durchaus sein, ne? Dass wir da mit dem ersten Kapitel quasi durch sind.
So, das Schließfach Nummer 20. This stuff will come in handy. Eine Lupe, mit der man am Tag Feuer machen kann. Nice. Lass mal hier, lass mal hier. Das ist super gut. Ja, das war ja richtig bewaffnet, okay. Jetzt fehlt uns halt dieses Fach. Ich glaube nicht. Ich bin halt nicht der Überzeugung, dass wir nochmal zurückkommen. Jetzt fehlt uns halt noch Fach 13. Fach 7. Ja. Fach 7 und Fach 13. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückkommen. Also, ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt nicht nur durch Zufall auf der Route, die wir jetzt geplant haben, nochmal einen Schlüssel finden, dass wir dann alle Fächer öffnen können. So. Aufwärmen brauchen wir uns eigentlich nicht. Was ist denn? Winterfeuer sein. Schwere Schneefall und rekordverdächtige Tiefstemperaturen erwartet. Handschriftlich darunter gekritzelt. Es wird ihr nicht gefallen. Aber wir müssen nach ihr sehen. Irgendjemand muss es einfach tun. Okay. Aha. Jetzt soll ich wieder Holz sammeln gehen. Das ist nicht euer Ernst, das haben wir doch eben schon gemacht. Die hat doch schon, die hat übelst viel Stuff. Was will die denn noch? Ah, ich bin auch schon ein bisschen müde, ne? Die Kondensmilch ist eigentlich Gigaburf, ne? Also, die sollte man nicht geben. Gebt man lieber die Salzkräger, die sind total sinnlos. Also alles, was gut Nahrung gibt, ist für uns. Ne? Bin ich ehrlich. Warum soll ich denn jetzt nochmal den Karton und alles auffüllen? Also gut, das wurde mir jetzt auch nicht. Quest-wise wurde mir das jetzt auch... Aha, okay. Das gute Zedernholz, ey. Mal ganz kurz gucken. Also mir wurde das jetzt nicht angezeigt, dass ich jetzt irgendwie unbedingt machen müsste. Ich meine, man kann sich am Anfang noch erinnern, da wurde dann hier so angezeigt. Oh, Trockenfleisch. Nehmen wir mit. Wurde dann hier so angezeigt, dass man einen gewissen Bereich auffüllen soll. Das wurde halt angezeigt, aber das wurde jetzt halt nicht angezeigt. Ich kann halt zwar, also ich kann damit quasi nicht überprüfen, wie viel wir da jetzt brauchen. Höre denn. Ja? Guck mal, hier haben wir schon mal was zurückgelassen. Die Bücher, die lassen wir ja mal. Die wird sie selber zum Verfackeln brauchen. Nehme ich mal an. So, na gut. Gibt's hier noch was? Also die wollten halt, ne, wenn man das jetzt mal rekapituliert, die wollten halt hier rein. Und die gute Frau hat einfach in die Wand geschossen. Einfach lang gemacht, die Brüder. Okay, das ist wahrscheinlich in jüngeren Jahren mit ihrem Kind, ne? So. Bauen uns nochmal einen Wanst voll. Ja, obwohl, das können wir machen, wenn dann die Sachen aufgebraucht sind. Und dann pennen wir einfach mal 12 Stunden.